Liebe Geschichtenfreunde, heute habe ich für euch das Märchen Fledermütterchen von Hans Christian Andersen ausgesucht. Es war einmal ein kleiner Knabe, der hatte sich erkältet. Er war aus dem Hause gegangen und hatte nasse Füße bekommen. Niemand konnte begreifen, woher er sie bekommen hatte, denn es war ganz trockenes Wetter. Nun zog ihn die Mutter aus, brachte ihn zu Bett und ließ die Teemaschine bringen, um ihm eine gute Tasse heißen Fledertee zuzubereiten, denn das wärmt. Zur gleichen Zeit kam auch der alte, freundliche Mann zur Tür herein, der ganz oben im Haus wohnte und so allein lebte. Er hatte weder Frau noch Kinder, hatte aber alle Kinder gern und wusste so viele Märchen und Geschichten zu erzählen, dass es eine Lust war. »Nun trinkst du Tee«, sagte die Mutter. »Vielleicht bekommst du dann auch ein Märchen zu hören.« »Ja, wenn ich nur eines wüsste«, sagte der alte Mann und nickte freundlich. »Aber woher hat der Kleine denn die nassen Füße bekommen?«, fragte er. »Ja, woher hat er die nur?«, sagte die Mutter. »Das kann niemand begreifen.« »Bekomme ich ein Märchen zu hören?«, fragte der Knabe. »Ja, kannst du mir einigermaßen genau sagen, denn das muss ich zuerst wissen, wie tief der Rinnstein drüben in der kleinen Straße ist, wo du zur Schule gehst?« »Genau bis zur Mitte an die Stiefelschäfte«, sagte der Knabe. »Aber dann musste ich noch durch das tiefe Loch gehen.« »Ah, siehst du, daher haben wir also die nassen Füße«, sagte der Alte. »Nun sollte ich freilich ein Märchen erzählen, aber ich weiß keins mehr.« »Sie können doch gleich eins machen«, sagte der kleine Knabe. »Mutter sagt, dass alles, was Sie ansehen, zu einem Märchen werden kann, und von allem, was Sie anfassen, können Sie eine Geschichte machen.« »Ja, aber solche Märchen und Geschichten taugen nichts. Nein, nein, die richtigen, die kommen von selbst. Die klopfen mir an die Stirn und sagen: Hier bin ich.« »Klopft es denn nicht bald?«, fragte der kleine Knabe, und die Mutter lachte, tat Fliedertee in die Kanne und goss kochendes Wasser darauf. »Erzähle, erzähle!« »Tja, wenn nur ein Märchen von selbst käme, aber so eins ist vornehm, es kommt nur, wenn es selbst Lust hat.« »Halt!«, sagte er auf einmal. »Da haben wir's. Gib Acht. Nun, dort ist eins in der Teekanne.« Und der kleine Knabe sah zur Teekanne hin, der Deckel hob sich mehr und mehr und die Fliederblüten kamen frisch und weiß daraus hervor. Sie trieben große, lange Zweige, selbst aus der Tülle breiteten sie sich nach allen Seiten aus und wurden größer und größer. Es war der herrlichste Fliederbusch, ein ganzer Baum. Er ragte ins Bett hinein und schob die Gardinen zur Seite. Nein, wie das blühte und duftete! Und mitten im Baum saß eine alte, freundliche Frau in einem wunderlichen Kleide. Es war ganz grün wie die Blätter des Fliederbaums und mit großen, weißen Fliederblüten besetzt. Man konnte nicht gleich erkennen, ob es Zeug oder lebendes Grün und Blüten waren. »Wie heißt die Frau?«, fragte der kleine Knabe. »Tja, die Römer und Griechen«, sagte der alte Mann, »die nannten sie eine Dryade, aber das verstehen wir nicht. Draußen in der Vorstadt der Seeleute haben sie einen besseren Namen für sie. Dort wird sie Fliedermütterchen genannt, und sie ist es, auf die du nun Acht geben musst. Horch nur und sieh dir den herrlichen Fliederbaum an.« »Genau so ein großer, blühender Baum steht draußen in der Vorstadt. Er wuchs dort im Winkel eines kleinen, ärmlichen Hofes. Unter diesem Baume saßen eines Nachmittags im schönsten Sonnenschein zwei alte Leute. Es war ein alter, alter Seemann und seine alte, alte Frau. Sie waren Urgroßeltern und sollten bald ihre goldene Hochzeit feiern, aber sie konnten sich des Datums nicht so recht entsinnen
Und Fliedermütterchen saß im Baum und sah so vergnügt aus, gerade wie hier. »Ich weiß wohl, wann die goldene Hochzeit ist«, sagte es, aber sie hörten es nicht, sie sprachen von alten Zeiten. »Ja, weißt du noch«, sagte der alte Seemann, »als wir noch ganz klein waren und herumliefen und spielten, es war derselbe Hof, in dem wir nun sitzen, wir pflanzten kleine Zweige in dem Hof und machten einen Garten.« »Ja«, sagte die alte Frau, »das weiß ich noch ganz gut, und wir begossen die Zweige, und einer von ihnen war ein Fliederzweig, der schlug Wurzeln, trieb grüne Zweige und ist nun zu dem großen Baum geworden, unter dem wir alten Leute sitzen.« »Ja«, sagte er, »und dort in der Ecke stand ein Wasserkübel, in dem mein Boot schwamm. Ich hatte es selbst geschnitzt, wie das segeln konnte, aber ich musste freilich bald woanders hin segeln.« »Ja, aber zuerst gingen wir in die Schule und lernten etwas«, sagte sie, »und dann wurden wir eingesegnet. Wir weinten beide. Aber des Nachmittags gingen wir Hand in Hand auf den runden Turm und sahen in die Welt hinaus über Kopenhagen und das Wasser. Dann gingen wir nach Friedrichsberg, wo der König und die Königin in ihren prächtigen Booten auf den Kanälen herumfuhren.« »Ja, aber ich musste freilich ganz anders umhersegeln und das viele Jahre, weit fort auf langen Reisen.« »Ja, und ich weinte oft um dich«, sagte sie. »Ich glaubte, du seist tot und fort und lägest leblos unter dem tiefen Wasser. Manche Nacht stand ich auf und sah, ob die Wetterfahne sich drehte. Ja, 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 sie drehte sich wohl, aber du kamst nicht. Ich erinnere mich so deutlich, wie es eines Tages vom Himmel strömte. Der Fuhrmann, der den Kehricht holte, kam dorthin, wo ich diente. Ich ging mit einem Kehrichtfass hinaus und blieb in der Türe stehen. Und das war so ein abscheuliches Wetter. Und gerade als ich so dastand, war der Postbote neben mir und gab mir einen Brief. Der war von dir. Ja, wie der herumgereist war. Ich riss ihn auf und las, ich lachte und weinte. Ich war so froh. Ach, da stand, dass du in den warmen Ländern wärst, wo die Kaffeebohnen wachsen. Was für ein herrliches Land muss das sein. Du erzähltest so viel und ich sah alles, während der Regen niederströmte. Und ich mit dem Kehricht fast da stand. Da kam einer und fasste mich um den Leib. Ja. Ja, aber du gabst ihn einen tüchtigen Schlag auf die Backe, dass es nur so klatschte. Ich wusste ja nicht, dass du es warst. Du warst ebenso geschwind gekommen wie dein Brief. Und du warst so schön. Und das bist du noch. Du hattest ein langes, gelbes Seidentuch in der Tasche und einen glänzenden Hut auf. Du warst so fein. Gott, was war das doch für ein Wetter und wie die Straße aussah. »Ja, und dann heirateten wir«, sagte er. »Weißt du noch, und dann, als wir den ersten Knaben und dann die Marie und Nils und Peter und Hans Christian bekamen?« »Ja, und ihre Kinder haben wieder Kinder bekommen«, sagte der alte Matrose. »Ja, das sind Kindeskinder, da ist Kern drin. Es war doch, glaube ich, in dieser Jahreszeit, als wir Hochzeit hielten.« »Ja, eben heute ist der goldene Hochzeitstag«, sagte Fliedermütterchen und steckte den Kopf zwischen die beiden Alten, und die glaubten, es sei die Nachbarin, die da nickte. Sie sahen einander an und fassten sich bei den Händen. Bald darauf kamen die Kinder und Enkelkinder, die wussten wohl, dass es der goldene Hochzeitstag war. Sie hatten schon am Morgen gratuliert, aber die Alten hatten es schon wieder vergessen, während sie sich doch so gut an alles erinnerten, was schon vor vielen Jahren geschehen war. Und der Fliederbaum duftete so stark und die Sonne, die eben untergehen wollte, schien den beiden Alten gerade ins Gesicht. Sie sahen beide so rotwangig aus.
und das kleinste der Enkelkinder tanzte um sie herum und rief ganz glücklich, heute Abend gäbe es ein Fest, sie würden warme Kartoffeln bekommen. Und Fliedermütterchen nickte im Baume und rief mit allen anderen Hurra. Aber das war kein richtiges Märchen, sagte der kleine Knabe, der es erzählen hörte. Ja, das musst du verstehen, sagte der Alte, der es erzählte. Aber lass uns Fliedermütterchen danach fragen. Das war auch noch kein Märchen, sagte Fliedermütterchen. Aber nun kommt es. Aus der Wirklichkeit wächst gerade das wundersamste Märchen heraus. Sonst hätte ja mein schöner Fliederbusch nicht aus der Teekanne hervorsprießen können. Und dann nahm sie den kleinen Knaben aus dem Bett, nahm ihn in ihre Arme und die Fliederzweige, voll von Blüten, schlugen um sie zusammen. Sie saßen wie in einer dichten Laube und die flog mit ihnen durch die Luft. Es war unaussprechlich schön. Fliedermütterchen war auf einmal ein junges, niedliches Mädchen geworden. Aber das Kleid war noch von demselben grünen, weiß geblümten Zeug, wie es Fliedermütterchen getragen hatte. An der Brust trug sie eine wirkliche Fliederblüte und um ihr gelbes, gelocktes Haar einen Kranz von Fliederblüten. Ihre Augen waren so groß, so blau. Oh, sie waren herrlich anzuschauen. Sie und der kranke Knabe küssten sich. Und dann waren sie im gleichen Alter und von der gleichen Freude erfüllt. Sie gingen Hand in Hand aus der Laube und standen nun im schönsten Blumengarten des Elternhauses. Bei dem frischen Rasenplatz war des Vaters Stock an einem Pflock gebunden. Für die Kleinen war der Stock lebendig. Sobald sie sich quer auf ihn setzten, verwandelte sich sein blanker Kopf in einen prächtigen, wiehernden Pferdekopf. Die lange, schwarze Mähne flatterte, vier schlanke, kräftige Beine schossen daraus hervor. Das Tier war stark und feurig und im Galopp ging es um den Rasenplatz herum. Hussa! Nun reiten wir einige Meilen fort, sagte der Knabe. Wir reiten nach dem Herrenhof, wo wir im vorigen Jahre waren. Und sie ritten und ritten um den Rasenplatz herum und immer rief das kleine Mädchen, das, wie wir wissen, niemals anderes als das Fliedermütterchen war. Nun sind wir auf dem Lande. Siehst du das Bauernhaus mit dem großen Backofen? Es steht wie ein riesengroßes Ei aus der Mauer zum Wege heraus. Der Fliederbaum breitet seine Zweige über ihn hin und der Hahn geht und kratzt für die Hühner. Sieh, wie er sich brüstet. Nun sind wir bei der Kirche, die liegt hoch oben auf dem Hügel, unter den großen Eichen, von denen eine halb abgestorben ist. Nun sind wir bei der Schmiede, wo das Feuer brennt und die halbnackten Männer mit den Hämmern schlagen, dass die Funken weit umhersprühen. Weiter, weiter, nach dem prächtigen Herrenhofe. Und alles, was das kleine Mädchen, das hinten auf dem Stock saß, sagte, das flog auch vorbei. Der Knabe sah es, und doch kamen sie nur um den Rasenplatz herum. Dann spielten sie im Seitenwege und ritzten einen kleinen Garten in die Erde, und sie nahm Fliederblüten aus ihrem Haar und pflanzte sie. Und sie wuchsen genau wie bei den Alten in der Vorstadt damals, als sie noch klein waren, wie früher erzählt worden war. Sie gingen Hand in Hand, gerade wie die alten Leute es als Kinder getan hatten, aber nicht auf den runden Turm hinauf oder nach dem Friedrichsbergpark. Nein, das kleine Mädchen fasste den Knaben um den Leib und dann flogen sie weit herum über ganz Dänemark. Und es war Frühling und es wurde Sommer und Herbst und es wurde Winter. Und tausende von Bildern spiegelten sich in den Augen und Herzen des Knaben wieder und immer sang das kleine Mädchen ihm vor. Das wirst du nie vergessen. Und auf dem ganzen Fluge duftete der Fliederbaum so süß und herrlich. Er bemerkte wohl die Rosen und frischen Buchen,
aber der Fliederbaum duftete noch wunderbarer, denn seine Blüten hingen am Herzen des kleinen Mädchens und daran lehnte er im Fluge oft seinen Kopf. »Hier ist es herrlich im Frühling«, sagte das kleine Mädchen, und sie standen im frisch ausgeschlagenen Buchenwalde, wo der Waldmeister zu ihren Füßen duftete und die blassroten Anemonen sahen in dem Grün so lieblich aus. »Oh, wäre es immer Frühjahr im duftenden dänischen Buchenwald!« »Hier ist es herrlich im Sommer«, sagte nun das kleine Mädchen, und sie fuhren an alten Schlössern aus der Ritterzeit vorbei, wo sich die hohen Mauern und gezackten Giebel an den Kanälen spiegelten, wo die Schwäne schwammen und in den alten kühlen Alleen hinaussahen. Auf dem Felde wogte das Korn, als wäre es ein See. In den Gräben standen rote und gelbe Blumen und auf den Gehegen wilder Hopfen und blühende Winden. Abends stieg der Mond groß und rund empor. »Hier ist es herrlich«, sagte nun das kleine Mädchen, »herrlich im Herbst.« Und der Himmel wurde doppelt so hoch und blau. Der Wald bekam die schönsten Farben, rot und gelb und braun und grün. Die Jagdhunde hetzten davon. Ganze Scharen Flugwild flog schreiend über die Hünengräber hin, auf denen sich Brombeerranken um die alten Steine schlangen. Das Meer war schwarzblau mit weißen Segeln und in der Tenne saßen alte Frauen, Mädchen und Kinder und pflückten Hopfen in ein großes Fass. Die Jungen sangen Lieder, aber die Alten erzählten Märchen von Kobolden und Zauberern. Besser konnte es nirgends sein. »Hier ist es herrlich im Winter«, sagte nun das kleine Mädchen, und alle Bäume waren mit Reif bedeckt, so dass sie wie weiße Korallen aussahen. Der Schnee knirschte unter den Füßen, als hätte man neue Stiefel an, und vom Himmel fiel eine Sternschnuppe nach der anderen. Im Zimmer wurde der Weihnachtsbaum angezündet, da gab es Geschenke und Fröhlichkeit. Auf dem Lande in der Bauernstube erklang die Fiedel. Es wurde nach Äpfelschnitzeln geschnappt und selbst das ärmste Kind sagte, »Es ist doch herrlich im Winter.« Ja, es war herrlich und das kleine Mädchen zeigte dem Knaben alles und immer duftete der Fliederbaum dazu und immer wehte die rote Flagge mit dem weißen Kreuze, die Flagge, unter der der alte Seemann aus der Vorstadt gesegelt war. Der Knabe wurde zum Jüngling und sollte in die weite Welt hinaus. Weit fort nach den warmen Ländern, dort, wo der Kaffee wächst. Aber beim Abschied nahm das kleine Mädchen eine Fliederblüte von der Brust und gab sie ihm zum Aufbewahren. Und er legte sie in sein Gesangbuch. Und immer wenn er in fremden Lande das Buch öffnete, geschah es gerade an dieser Stelle, wo die Erinnerungsblume lag. Und je mehr er sie betrachtete, desto frischer wurde sie. Er spürte gleichsam einen Duft von den dänischen Wäldern und deutlich sah er zwischen den Blütenblättern das kleine Mädchen mit den klaren blauen Augen hervorgucken. Und es flüsterte dann, »Hier ist es herrlich im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter.« Und hunderte von Bildern glitten durch seine Gedanken. So gingen viele Jahre dahin, und er war nun ein alter Mann und saß mit seiner alten Frau unter dem blühenden Baum. Sie hielten einander bei der Hand, gerade wie es der Urgroßvater und die Urgroßmutter draußen in der Vorstadt getan hatten, und sie sprachen ebenso wie diese von den alten Tagen und der goldenen Hochzeit. Das kleine Mädchen mit den blauen Augen und mit den Fliederblüten im Haar saß oben im Baume und nickte den beiden zu und sagte, »Heute ist der goldene Hochzeitstag.« Und er nahm es zwei Blüten aus seinem Kranze und küsste sie. Und die leuchteten zuerst wie Silber, dann wie Gold, und als sie es auf den Scheitel der alten Leute legte, wurde jede Blüte zu einer Goldkrone. Da saßen die beiden wie König und Königin unter dem duftenden Baume.
und er erzählte seiner alten Frau die Geschichte von dem Fliedermütterchen, wie sie ihm erzählt worden war, als er noch ein kleiner Knabe gewesen. Und sie meinten beide, dass sie so vieles enthalte, was ihrer eigenen gleiche. Und das, was ähnlich war, gefiel ihnen am besten. »Ja, so ist es«, sagte das kleine Mädchen im Baume. »Einige nennen mich Fliedermütterchen, andere Dryade, aber eigentlich heiße ich Erinnerung. Ich sitze im Baume, während er wächst und wächst. Ich kann zurückdenken, ich kann erzählen. Lass sehen, ob du deine Blüte noch hast.« Und der alte Mann öffnete sein Gesangsbuch und da lag die Fliederblüte so frisch, als wäre sie erst vor kurzem hineingelegt. Und die Erinnerung nickte und die beiden Alten mit der Goldkrone auf dem Kopf saßen in der roten Abendsonne. Sie schlossen ihre Augen und... Tja, da war das Märchen aus. Der kleine Knabe lag in seinem Bett. Er wusste nicht, ob er es geträumt hatte oder es erzählen gehört hatte. Die Teekanne stand auf dem Tisch, aber es wuchs kein Fliederbaum mehr daraus. Und der alte Mann, der erzählt hatte, war dabei, zur Tür hinauszugehen, und das tat er auch. »Wie herrlich war das«, sagte der kleine Knabe. »Mutter, ich bin in den warmen Ländern gewesen.« »Ja, das glaube ich wohl«, sagte die Mutter. »Wenn man zwei volle Tassen Fliedertee im Leibe hat, dann kommt man wohl in die warmen Länder.« Und sie deckte ihren Jungen gut zu, dass es ihm warm war. »Du hast gut geschlafen«, sagte sie, während ich mich mit ihm darüber stritt, ob das nun eine Geschichte oder ein Märchen sei. »Und wo ist jetzt das Fliedermütterchen?«, fragte der Knabe. »Es ist in der Teekanne«, sagte die Mutter, »und da mag es auch bleiben.« »Oder? Vielleicht auch nicht.« Und damit ist das Märchen vom Fliedermütterchen zu Ende.